herzlich zum delikaten Donnerstag. Und wir backen heute zusammen einen Low-Carb-Kuchen, einen Marmorkuchen. Das Rezept habe ich mir selber ausgedacht. Habe so geguckt, was mir schmecken würde. Habe so ein Grundrezept mir angeguckt und das dann entsprechend abgewandelt. Und ich zeige euch jetzt als erstes mal, was wir dazu benötigen. Wir benötigen einen Hochleistungs... was ist das? Mixer? Dann brauchen wir Zuckerleit, Butter oder Margarine. Gesalzen habe ich nur. Ich weiß gar nicht, ob das funktionieren wird. 250 Gramm Quark, etwas Zucker, Eier, Süßstoff, Dekoration, Marzipanaroma, Kokosraspeln, Himbeeraroma, Tonkazucker, Zimt, Backpulver, Kuchenglasur, Nüsse eurer Wahl, Kakao, Whey Vanillegeschmack und Whey Eiskaffeegeschmack und Backtrennspray. Ich habe mir das Rezept selber ausgedacht und hier aufgeschrieben. Ich werde euch da auch entsprechend ein Foto einblenden, dass ihr das nachmachen könnt. Als erstes müssen wir die Nüsse abwiegen und ganz fein schreddern. Ich muss mal eben gucken auf mein Rezept, wie viele Nüsse ich brauche. Ich glaube, ich schredder mal, ich nehme Cashewnüsse, ich schredder mal 150 Gramm brauche ich. Dann schredder ich auch 150, ja, ist ja wohl logisch, oder? 60. So, genau 150 Gramm. Die kommen jetzt hier rein und dann wird es gleich mächtig laut. Ich hoffe, das klappt mit Cashewnüssen. Ich habe keine Ahnung. Wer meinen Arm noch nicht kennt, ups, der sieht ihn jetzt. So, Achtung, Höllenlärm. Na, oder auch nicht. Hallo. Hallo, ist los, ist los. Hallo. Hallo, ist er kaputt? Jetzt haben wir schön fein gemahlene Cashewnüsse. Das Ding kann wieder weg. Ich weiß gar nicht, ob ich das nachher noch brauche. Jetzt fangen wir einfach mal an. Dazu brauche ich 1 Schüssel und natürlich einen... Ups. Mixer. Irgendwie bin heute etwas unkoordiniert. Ah. Mixer. Der Ofen heizt übrigens schon vor auf 160 Grad. Ober- und Unterhitze. Aber ich sehe schon, so lange wie ich hier brauche, ist der Ofen dreimal schneller fertig als ich. Mann, Mann, Mann. Passen die? Also irgendwie komme ich mir heute so vor, als ob ich gar nicht, als ob ich alles falsch mache. So, Delle. Jetzt aber. Jetzt brauchen wir 50 Gramm Butter, 60 Gramm Zucker, 50 Gramm normalen Zucker und etwas Süßstoff. Das werden wir alles schaumig schlagen. Waage.
am Start und da schwächelt die Batterie. Ich habe auch ein bisschen Angst. Gesalzene Butter. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Machen wir anders. So, 50 Gramm. Dreißig, siebenunddreißig, dreiundvierzig, zweiundfünfzig. Wir sind nicht päpstlicher als der Papst, ne? Kommt alles da schön rein. So, dann brauchen wir 60 Gramm Zucker. Sechzig Gramm, zweiundzwanzig, zweiundvierzig, fünfundfünfzig, sechzig, genau. Dann 50 Gramm normalen Zucker. Ich möchte nämlich nicht, dass das irgendwie nur nach Ersatzstoff schmeckt. Das mag ich nicht. Zucker und etwas Süßstoff. Da tun wir mal 3 Spritzer rein. Das wird jetzt schaumig gerührt. Das jetzt schaumig ist, weiß ich auch nicht so genau, aber ich glaube, die Konsistenz ändert sich nicht mehr. Jetzt müssen wir 6 Eier trennen. Ach nee, brauche ich gar nicht. Muss ich hier. Sechs Eier trennen, die Eigelbe kommen dazu und die Eiweiße müssen wir gleich steif schlagen. So, Mülleimer auf, damit wir direkt wegschmeißen können. Ja, 6 Eier. Ich habe ja nicht, dass ich was falsch mache, ne? Wollt ihr das sehen, wie ich die trenne? Hände waschen. Tun wir beiseite. Und jetzt die Eigelbe hier drunter rühren. Jetzt müssen wir unter diese Masse hinzufügen 250 Gramm Quark, ein Tonkabohnen, Zucker, ein Tütchen, die gemahlenen Nüsse, dann Kokosraspeln, 2 Esslöffel, Backpulver. Ja, dann machen wir das mal. Ich bin so gespannt, ob das klappt, Leute, so gespannt.
Bevor man das Eiweiß steif schlägt, muss man die Mixhaken, heißen die, glaube ich, Mixhaken, ganz sorgfältig sauber machen. Die müssen also absolut fettfrei sein, denn sonst wird das Eiweiß nicht steif. Angeblich hilft auch eine Prise Salz zum Eiweiß zu tun. Das weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Da ich gesalzene Butter schon habe, möchte ich das eigentlich nicht machen. Aber wir probieren jetzt mal. Wieso ist das hier so nass? Was ist das denn? Wir probieren jetzt mal. Kommt die Feuchtigkeit jetzt her? Keine Ahnung. Okay. Wir probieren das jetzt mal so steif zu kriegen, ne? Muss doch hinzukriegen sein. Aber erstmal muss ich die Haken jetzt akribisch von diesen Kuchenresten befreien. Die Haken sind jetzt frisch, sauber und fettfrei und ich versuche jetzt das Eiweiß ohne Hilfe von Salz steif zu kriegen. Drückt mir die Daumen. Hat geklappt. Es hat geklappt. Jetzt teile ich den Teig erst. Ich habe mir zwar aufgeschrieben, dass ich erst die Eiweiße dann da unterhebe, aber das mache ich danach, denn ich will erst noch ein paar Aromastoffe dran tun und ich habe Schiss, dass das Eiweiß sonst zu instabil wird, wenn ich die danach noch unterrühre. So, dazu brauchen wir noch diese beiden Hilfsmittel und ich teile jetzt einfach nach Gefühl den Teig, ein Teil in die eine Schüssel und einen Teil in die andere. So, und dann sagen wir mal, links haben wir den hellen, rechts den dunklen. Dann schaue ich mal eben, was ich mir jetzt aufgeschrieben habe. Teig 1. Okay, wir brauchen einen Sieb. Und da tue ich 20 Gramm Vanille-Whey rein. Ich schau jetzt nicht auf das Gramm genau, ehrlich gesagt. Ich nehme hier so einen Messlöffel, zack, rein und einmal reinsieben. Ich möchte keine Klumpen drin haben. Na. Ich weiß nicht, ob das klappt, Leute, ob das was gibt überhaupt. Und da möchte ich, dass der helle Teig ein bisschen nach Marzipan schmeckt. So. Und deshalb füge ich Marzipanaroma hinzu. Na, geh auf. Ups. Naja, ein paar Spritzer. Und jetzt einmal alles verrühren und dann kommen wir zum dunklen Teig. So, in den dunklen Teig kommt neben Kakao
Kakao, Kakao. Immer mal so viel. Soll ich das alles reintun? Ne, da ist noch für einen Marmorkuchen mit drin. Kommt noch Y-Eiskaffee. Da tue ich auch so ein, einfach so ein Hub rein. Leute, das ist voll das Experiment, ey. Ich bin so gespannt. Der Ofen hat schon 160 Grad erreicht. Und da ich ja auch so Eiskaffee und Schoko und Frucht schmeckt meiner Meinung nach auch immer ganz nett und deshalb tun wir da etwas Himbeeraroma zu. Nicht zu viel. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das schmecken wird. Und jetzt müssen wir die Form fetten und mit Kokosflocken ausstreuen. So, ich nehme Backtrennspray, ausstreuen mit Kokosflocken tue ich die, damit der Kuchen wirklich leicht rauskommt. Ich habe letztens ohne irgendwas gemacht und da blieb der also ein bisschen blöd drin hängen. Wahrscheinlich nehme ich auch viel zu viel Backtrennspray, weil ich backe nicht so oft, ne? So, Kokosraspeln rein, ich hoffe auch, das verbrennt er nicht. Einmal in alle Richtungen, halt so, ein bisschen runter, dann auskleiden quasi. Einfach immer so leicht aufklopfen und dann setzen sich die Kokosraspeln. Huiuiui. Ein Bordello hier am Rand ab. Jetzt, ja, so, ne? Und jetzt kommt der schwierige Part. Jetzt muss ich noch das Eiweiß, beziehungsweise, ja, das Eiweiß unterheben. Und da bin ich immer, ja, ne? Bin ich, ich mache das erstmal sauber. Da ist halt die Sache, nicht zu viel rühren, nicht zu wenig rühren. Hm. Teig schmeckt schon mal. Die können schon mal weg, die brauchen wir nicht mehr. Und jetzt kommt die Hälfte in die eine Seite und die Hälfte in die andere. In den einen Teich und die andere Hälfte in den anderen. Ach, ist das schön steif geworden. Das freut mich ja sehr. Ein paar Eischneestückchen. So nicht ganz untergerührt, weil ich das, ich probiere das andere mal mit dem Spatel, weil ich das ganz lecker finde, wenn die da so ganz drin sind. Ach, ich habe auch vergessen, ein bisschen Zimt noch in die schwarze Masse. Das müssen wir noch machen. Nicht viel. Scheiße. Ein bisschen Zimt. Nehmen wir diesmal für. Ja, ich glaube, das geht sowieso damit besser. Ja, muss der Finger herhalten, ne? Wir wollen ja nichts verschwenden.
mal eben waschen. Mega super Eiweiß. Ob das schmecken wird? Wir wissen es nicht. Es steht in den Sternen. So lasse ich das jetzt. Wie gesagt, ein bisschen Eiweiß finde ich immer ganz gut. Muss ich noch was beachten? Nee, alles drin. Jetzt kommt als erstes die helle Schicht rein. Ich hoffe, ich habe genug Backpulver dabei, dass das auch schön aufgeht. Und hoffentlich schmeckt das nicht zu sehr nach dem Proteinpulver. Ist jetzt zwar nicht so viel, aber ups, schon so, dass man es merkt. Jetzt kommt die zweite Masse dazu. Ach, übrigens, ach nee. Naja. Was denn? Was? Ach so. Was piept? Oh. Die Küche ärgert mich. So, ich heb das nicht mit einer Gabel unter, dann wird mir das irgendwie zu fein. Ich mache immer einmal so, so, so und so. Und hier noch einmal so. Und hier noch einmal so. Ja, das war's. Na. Teig schmeckt. Und jetzt kommt alles in den Ofen und ich muss aufräumen. Hab probiert. Und zwar 50 Minuten bei 160 Grad. Ja, rein damit. Ober-Unterhitze, mittlere Schiene. Ich tue mal auf 40 Minuten, dann gucke ich mal nach. So. Ja, und dann sehen wir uns wieder bei der Probierprobe. Das ist jetzt meine Aufgabe noch, aber ich muss erst Pause machen. Kann nicht mehr stehen. So sieht der fertige Kuchen aus und ich hoffe, er schmeckt auch so gut, wie er aussieht. Er fühlt sich sehr luftig an. Ich lasse ihn jetzt auskühlen und dann überziehe ich ihn noch mit Glasur und verziere ihn noch ein bisschen. Ich hoffe, er löst sich auch gut aus der Form. Also der sieht doch gar nicht mal so übel aus, finde ich. Sehr interessant. Der fällt zusammen wie ein Soufflé. Hoffentlich schmeckt er dann auch noch. Naja, aber ist auch noch nicht kalt. Touch, touch, touch.
jetzt machen wir noch die abschließende Probierprobe. So sieht der Kuchen aufgeschnitten aus. Also ich hätte wahrscheinlich etwas mehr dunklen Teig machen sollen. Aber vielleicht ist der woanders auch noch dicker. Der ist... riecht sehr gut und die Konsistenz fühlt sich auch gut an. Und dann schauen wir mal, wie der schmeckt. Ich nehme erstmal von der weißen, von der hellen Hälfte. Kokos, vanillig. Sehr gut. Jetzt von der dunklen. Super. Also Leute, ich blende euch am Schluss hier dieses Rezept ein. Low Carb. Könnt ihr euch alles ausrechnen, stehen alle Mengen bei. Der Weight Watchers macht, wer Kalorien zählt und so weiter und so fort. Ich glaube, da kommen wir auf ganz gute Werte. Sehr lecker. Super. Kann ich nichts gegen sagen. Und jetzt Video schön, Daumen hoch, Anregungen, Kommentar. Ich lebe davon, also nicht Geld, ne? Aber Feedback ist mein Futter. Und das ist richtig gut geworden, für das ich mir das Rezept selbst ausgedacht habe. Mega. Mega.